Wir sehen ja auch in diesem Jahr, die Demokratie ist überall unter Druck. Es ist manchmal schon etwas ermüdend, dass uns nur vorgeführt wird, was längst in den Fraktionen ausdiskutiert wurde. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Mit Spaltungen jeglicher Art kommen wir nicht weiter. Aber wenn die Demokratie offen für Neues ist und bleibt, dann bleibt sie auch stabil. Der Ältestenrat des Bundestags hat im vergangenen Jahr vorgeschlagen, einen Bürgerrat einzusetzen, der sich mit der Rolle Deutschlands in der Welt befassen soll. Eine große Frage, der sich unsere Gesellschaft drängend stellen muss. Sie haben jetzt das Glück, dass Sie Fragen beantworten, die für uns alle sinnvoll und klug sein sollen, an denen sich nachher die Politik orientieren kann. Das heißt, Sie haben eine große Verantwortung, hier in den nächsten Wochen Empfehlungen zu erarbeiten. Jedenfalls erwarten Sie ganz bestimmt ganz spannende zwei Monate, in denen Sie mit Leuten reden, denen Sie noch nie begegnet sind und vielleicht auch unter Normalbedingungen nicht begegnen würden. Uns geht es jetzt darum, mit Ihnen einfach in das Gespräch zu diesem Thema Rolle zu kommen und zu gucken, womit wir eigentlich unsere gemeinsame Reise starten. Rolle ist für mich unmittelbar mit Freiheit verbunden. Die Rolle der Leute, die nicht arbeiten gehen, die Rolle der Leute, die vorbestraft sind. Viele Menschen, die dann auch ausgegrenzt werden, die dann in einer Rolle sind, aus dieser Rolle raus wollen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wie schnell man eine Rolle wechseln kann und das auch ganz automatisch macht. All diese Themen, die wir hier zusammenbringen. Themenfeld nachhaltige Entwicklung. Die Europäische Union. Für Wirtschaft und Handel. Frieden und Sicherheit. Von Demokratie und Rechtsstaat. Dass wir also zu einem Thema verschiedene Meinungen hören, Menschen aus anderen Ländern, eine möglichst hohe Vielfalt an Perspektiven in den Bürgerrat reinbringen. Kein Experte, also als Experten geladen, sind aktive Politikerinnen und Politiker. Das sind andere Auseinandersetzungen. Hier wollen wir tatsächlich sowohl wissenschaftliche Experten als auch Experten aus ihrer Alltagssicht auch mal hören. Wir wollen diese Werte, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie, Pluralismus, Toleranz, nicht nur zu Hause verteidigen, sondern überall, wo sie bedroht sind. Wie kommt das deutsche Handeln bei den anderen an? Sich einfach die Perspektive der anderen zu erschließen. Das, glaube ich, ist etwas, woran wir ganz gut tun. Und dabei so wenig wie möglich meine eigenen Interpretationen, damit sie sozusagen ein bisschen Ressourcen noch haben für ihre Reflexion über die Rolle Deutschlands. Wir sind privilegiert, wir haben Demokratie und so weiter. Und andere Länder werden ja immer noch heutzutage von uns ausgebeutet. So ein bisschen dieser altböse Spruch, an deutschen Wesen muss die Welt gelesen. Auch diese Rolle des Exportweltmeisters, dann Thema Klimaschutz, irgendwie auch koloniale Verantwortung. Das eine ist das, was wir sagen, und das andere ist das, was wir tun. Ich finde, Deutschland redet manchmal sehr schön, tut dann aber nicht unbedingt. Wenn Deutschland vorangehen soll, dann darf das nicht ein Thema sein, wo andere das Gefühl haben, die wollen uns beherrschen. Wir alle jetzt hier sind zum Beispiel auch in eine Rolle gekommen, durch Zufall. Haben wir jetzt auch eine gewisse Aufgabe und Verantwortung, um eben diese Meinung der breiten Gesellschaft irgendwie wiederzuspiegeln. Das wichtigste Amt in der Demokratie ist das des Bürgers. Bürgerräte wecken das Interesse an politischen Themen und schlagen eine Brücke zwischen Politik und Gesellschaft. Und die Politik profitiert von den Ergebnissen sorgfältig entwickelter Meinungsbilder. Und wir sind überzeugt, dass Bürgerräte hier einen Beitrag leisten, um die Demokratie zu stärken.